Bremerbrücke. Was für Emotionen vor dem Spiel bei den Fans, aber bei Pele Wollitz. Da war gar nichts zu spüren, sagte der Cottbus-Trainer. Eins mit dem VfL aufgestiegen. Jetzt trifft er auf Tim Danneberg, der Interimscoach nach der Entlassung von Uwe Koschinat. Viele Themen schon bevor der Ball rollte. Die Osnabrücker in lila-weiß mit den ersten Minuten und dem ersten Versuch. Nach 5 Minuten Erik Engelhardt, ehemaliger Cottbusser, hatte die erste Chance. Es sah so aus, als hätte sich der Trainerwechsel gelohnt. Aber Energie Cottbus zeigte jetzt so langsam, wir haben eine breite Brust. Letzten beiden Spiele in Liga 3 gewonnen. Pass in Richtung Thiele. Wie nimmt er den? Bitte schön, runter. 1-0 Cottbus. 17. Spielminute. Timmy Thiele, der erste Drittligatreffer für ihn seit Mai 2021. Und was für einer. Super runter, gesaugt mit rechts, mit links abgeschlossen. Man sieht einfach, in Cottbus funktioniert aktuell alles. Jetzt auch bei Thiele. Natürlich ein harter Schlag für den VfL. Wie reagiert Lila-Weiß? Pass von Gnase. Bamuaka Simakala. 1 gegen 1 Kana. Simakala! Ausgleich! Das Spiel hat ein bisschen gebraucht. Jetzt aber war alles drin. Danneberg konnte zum ersten Mal jubeln. Bamuaka Simakala lässt da den Cottbusser Hasse ganz alt aussehen. Nichts zu machen für Bethke. Sieht den Ball spät. Klasse Tor. Und es ging weiter. Hochklassig an diesem Dienstagabend. Wunderbarer Ball. Vorne in die Tiefe. Wo ist die Osnabrücker Verteidigung? Nirgendwo. Cottbus wieder da. Führung Copado. Heute zum ersten Mal von Beginn an der junge Lukas Copado mit seinem ersten Drittligator. Feines Händchen von Pele Wollitz. Vorlage von Kraus. Aber die Frage, was ist los in der Hintermannschaft des VfL? Wollitz hatte zur Halbzeit einiges zu klären mit der Schiedsrichterin, die ein klasse Spiel machte, ebenso wie der Gast aus Cottbus. Zweite 45 Minuten nahtlos angegriffen. Jetzt aber mal der Fehler und die Möglichkeit. Zwarz frei. Zwarz mit dem Schuss. Bethke und Engelhardt mit dem Ausgleich. Haben alles reingeworfen, VfL Osnabrück, 67. Minute, Zwarz mit dem Versuch, Bethke wie so oft an diesem Abend stark, keiner bei Engelhardt, der ehemalige Cottbusser, geliebt von Pele Wollitz, sticht ihm ins Herz. War das wieder so ein emotionaler Brückenmoment oder kommt der Aufsteiger, wie hier? 4 Minuten später. Wieder so ein Pass. Was macht Richter? Was macht Richter? Cottbus wieder in Führung. Bronischew. 3:2. Hier war alles drin. Richter, der Torhüter, hatte eine Idee. Es war die falsche. Bronischew. 2 Tore nach Einwechslung gegen Stuttgart. Jetzt hier eingewechselt. Wieder zugestochen. Die Cottbusser Wahnsinnswochen. Sie gingen weiter. Danneberg sah viele Fehler, vor allen Dingen viel Nachdenken bei seinen Jungs. Und jetzt auch hier beim Standard der Cottbusser. Einfach keine gute Zuordnung. 4:2. Niemand bei Thiele. Doppelpack für den jetzt wieder Torjäger. Wir haben es gesagt, letzter Treffer im Mai 21 für Viktoria gegen Kaiserslautern. Damals auch ein Doppelpack. Wenn er trifft, dann gerne mehrfach. Cottbus vor dem Tor bleibt eiskalt und hatte noch nicht genug. Die letzte Aktion in diesem Spiel. Wieder kommen sie über die Außen, haben den zweiten Ball und den Torjubel auf ihrer Seite. Hallbauer eingewechselt, der nächste, der von der Bank kommt und trifft. 5:2 für Energie Cottbus. Was für ein Spiel. Wir richten uns nicht nach dem Gegner, obwohl wir in den ersten 10 Minuten heute uns auch ein bisschen sortieren mussten, weil sie dann das schon ein bisschen anders interpretiert hatten, als wie wir erwartet haben. Aber nach 10 Minuten bis zum 1:1 war das eigentlich schon die Möglichkeit, mit 2 Toren Unterschied zu führen. Dann passt man aber auch einfach nicht auf. Da siehst du, dass 1 gegen 1 Simakala einen Unterschied machen kann.
Aber trotzdem, wir werden dann auch mit Rückschlägen, werden wir nicht unruhig und spielen unser Spiel durch oder runter. Ich hatte gehofft, dass ich vor dem Spiel so ein bisschen in die Köpfe reinkomme, um sie da auch ein bisschen befreiter Fußball spielen zu lassen, unabhängig von der Situation, in der wir gerade stecken, weil ich auch weiß, dass man in diesem Stadion gerade mit Emotionen auch sehr, sehr viel Positives bewirken kann. Und trotzdem muss man am Ende sagen, dass es insgesamt über die 90 Minuten von unserer Seite einfach zu wenig gewesen ist. Cottbus gewinnt zum ersten Mal in der Drittliga-Historie 3 Spiele in Folge. Der VfL kassiert 5 Tore nach dem Trainerwechsel und hat eine Menge Arbeit vor sich. Live beim Magenta Sport.